Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt fällt mir, liebe FDP, bei Ihrem Antrag nur ein Wort ein: Hohn. Ihr Antrag ist ehrlich gesagt wirklich blanker Hohn. Sie überschreiben Ihren Antrag mit keine Energiewende zu Lasten von Mensch und Natur und verhöhnen damit ehrlich gesagt Mensch und Natur. Die Natur ist Ihnen vollkommen egal, wenn es zum Beispiel um einen Nationalpark Sennel geht. Die Menschen sind Ihnen vollkommen egal, wenn Sie sich für ein Kraftwerk einsetzen, das mit all seinen Emissionen, seines Quecksilber oder Feinstaub so nah an eine Siedlung gebaut wird, wie es ein Windrad niemals dürfte. Ihr Herz für Natur und Artenschutz ist an dieser Stelle einfach nur Show, weil Sie glauben, Sie können an dieser Stelle dann damit punkten. Ich finde das einfach nur verhöhnend. Und gleichzeitig provozieren Sie mit Ihrem Antrag Sorgen und schüren unbegründete Ängste. Recht und Gesetz, und jetzt bleiben wir da mal an der Stelle, Recht und Gesetze geben ganz klare Vorgaben zum Schutz von Mensch und Natur, und Sie suggerieren hier mit Ihrem Antrag, als wenn dem nicht so wäre. Bei allen politischen Unterschieden zwischen uns, finde ich, sollten wir an dieser Stelle schon wirklich ehrlich bleiben. Jede Energieform, ganz klar, jede Energieform stellt einen Eingriff in die Natur dar. Aber Sie greifen sich jetzt eine Energieform raus, die Sie einfach nicht leiden können, das hat Herr Fehring eben schon gesagt, die sogar noch die geringsten Auswirkungen auf uns Menschen und Natur hat, und stellen hier die Probleme dar. Aber das, was eigentlich auf der anderen Seite dazugehört, wo wirklich die Probleme von Tausenden von Umsiedlungen, von unwiderruflicher Umweltzerstörung ist, im Braunkohlerevier, das stellen Sie einfach nur als notwendiges Übel dar. Und das mag alles in Ihre Ideologie passen, aber es ist einfach nur unehrlich und verhöhnend für die betroffenen Menschen. Wo ist da Ihre Liebe für Mensch und Natur an dieser Stelle? Was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, negativ sehen, nämlich den Zubau der Windenergie, ich nenne das einen Jobmotor, einen wichtigen Wirtschaftszweig, wie es für lange Zeit eben die Kohle in Nordrhein-Westfalen auch einmal war. Aber Sie sind ehrlich gesagt auf diesem wirtschaftspolitischen Auge komplett blind. Da ist Ihnen folgender Fakt wahrscheinlich auch vollkommen egal. In der Windbranche arbeiten mittlerweile 18.000 Menschen. Das sind mehr als in der Braunkohle. Und nach der für die Windenergie wirklich schwierigen Zeiten haben wir ab 2010 die Weichen für mehr Windenergie gestellt. Und die Erfolge sehen wir jetzt und vor allen Dingen im letzten Jahr. Wir konnten endlich aufschließen und sind jetzt Nummer eins unter den Binnenländern beim Ausbau der Windenergie. Und sonst, liebe FDP, sagen Sie ja wie so ein Mantra immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Aber auf einmal passt es Ihnen an dieser Stelle dann wieder nicht, bei der Windenergie. Da zählen weder Rekordinvestitionen noch Arbeitsplätze. Da ist Ihnen das vollkommen egal. Und dann möchte ich aber noch einen kleinen Ausblick wagen, denn leider droht diese positive Entwicklung, die wir in den letzten Jahren jetzt sehen und die immer noch weiter vorangeschritten ist, diese positive Entwicklung droht nun abgewürgt zu werden. Die Ausschreibungen für Windenergie und die Hürden, besonders für Bürgerwindparks, erschweren den Windausbau. Dabei schaffen gerade Bürgerwindprojekte Akzeptanz, die Sie ja hier eigentlich auch darstellen, und zudem eine zentrale Ausrichtung, eine dezentrale Ausrichtung der Energiewende. Davon profitieren das Klima, die Kommunen, die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es eben wichtig, dass auch Bürgerwindprojekte wieder eine Chance erhalten und für sie passende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir positive Voraussetzungen für die Gestaltung der Energiewende. Denn das aktuelle Problem sind die falschen Rahmenbedingungen für das Wachstum der für die Energiewende relevanten Zweige. Und da könnten Sie dann schon eben zuhören, was Techniker auch sagen. Wir brauchen nicht warten auf den Ausbau von Netzen und Speichern. Bei Ihnen hört es sich ja fast so an, als wenn man mit Netzen und Speichern die Windenergieanlagen auch überflüssig machen könnte. Nein, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen und gleichzeitig die anderen Branchen eben auch. Wir brauchen Anreize von der Bundesregierung für Speicherforschung, Entwicklung und Lastmanagement. Und die Menschen und die Wirtschaft brauchen endlich Planungssicherheit, was den Kohleausstieg angeht. Als Ingenieurin weiß ich, dass das alles technisch machbar ist. Als Abgeordnete dieses schönen Bundeslandes weiß ich, dass wir das Know-how und die Ideen in Nordrhein-Westfalen haben, um die Energiewende auch im Industrieland Nordrhein-Westfalen Wirklichkeit werden zu lassen. Lassen Sie uns gemeinsam die Windenergie als Wirtschaftsmotor, als Jobmotor und als Energieform der Zukunft in NRW gemeinsam voranbringen. Und deswegen bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu. Und ganz zum Schluss möchte natürlich ich auch die Möglichkeit nutzen, lieber Herr Fehring,
ein paar Worte an Sie zu richten, denn ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, dass Sie, glaube ich, ein Überzeugungstäter im Bereich der erneuerbaren Energien sind. Es war ehrlich gesagt, lieber Herr Fehrung, immer gut, mit Ihnen auf der Sachebene einen Verbündeten für die erneuerbaren Energien zu haben. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die Piratenfraktion spricht Herr Kollege.